In den letzten Vorlesungen haben wir uns mit NP-vollständigen Problemen beschäftigt. Das waren die Probleme in NP, von denen wir vermuten, dass es die schwersten Probleme der Klasse sind, außer es gilt P ist gleich NP, dann sind sie eh alle gleich schwer. Davon geht aber niemand aus. Die meisten vermuten P ungleich NP und dann sind die NP-vollständigen Probleme also diejenigen, die die schwersten sind. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn wir mal davon ausgehen, dass P ungleich NP ist, gibt es denn dann irgendwie noch was dazwischen? Also es ist irgendwie doch erstaunlich, dass die meisten Probleme, die man sich so anschaut, entweder kommt raus, dass sie am Schluss in P liegen oder es kommt gleich raus, dass sie in NPC liegen, also NP vollständig sind. Und das ist irgendwie ein bisschen verblüffend und die Frage ist, gibt es da eigentlich auch was dazwischen? Also Probleme, die vielleicht jetzt nicht gerade in polynomialer Laufzeit zu lösen sind, aber also auch nicht so schwer sind wie SAT im Worst Case. So, und das habe ich hier schon mal oft als Motivation draufgeschrieben. Und es gibt zwei typische Kandidaten, die da immer wieder genannt werden. Und das eine, das ist eins, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich mich damit auch schon rumschlagen musste, ist das Graph-Isomorphismen-Problem. Also das Graph-Isomorphismen-Problem ist jetzt folgendes. Wir haben zwei Graphen gegeben. Der eine ist Graph G1 mit Kantenmenge und Knotenmenge V1 und E1 und der andere Graph mit G2, V2, E2. Das sind jetzt zwei Graphen. Und uns würde interessieren, ob das eigentlich die gleichen Graphen sind. Also können wir die Knoten, also es könnte jetzt sein, wir haben den Knoten irgendwelche Namen gegeben von 1 bis 10. Und natürlich kann man einen Graphen, wenn man den Knoten andere Namen gibt, dann tauscht man sozusagen Zeilen und Spalten in der Adjazenzmatrix. Und das ist nicht so offensichtlich, wenn ich zwei Graphen habe, ob die wirklich eigentlich die gleiche Struktur repräsentieren oder nicht. Formal gesehen ist die Frage an der Stelle, also gibt es eine Abbildung f, die die erste Knotenmenge auf die zweite abbildet, die sozusagen die umnummeriert, wenn man so will, sodass eben, wenn die Kante U und V, also wenn zwischen U und V im ersten Graph eine Kante ist, also ist die Kante UV ist in der ersten Kantenmenge drin, dann soll, wenn ich die abgebildet habe, F von U und F von V soll dann in der zweiten Kantenmenge drin sein. Und zwar genau dann, wenn. Also, und das Problem ist tatsächlich manchmal, das ist gar nicht so einfach, jetzt auch in Anwendungen, wenn ich einen Graphen habe, der aus sehr, sehr vielen Knoten besteht, 1000 zum Beispiel, kann es sein, dass ich zweimal eigentlich den gleichen Graph repräsentiert habe, aber ich sehe es nicht, weil ich nicht weiß, wie ich die Knoten zueinander zuordnen soll. So. Und das Problem dieser Knotenzuordnung ist das Graphen-Isomorphie-Problem. Also, und an der Stelle ist es jetzt als Entscheidungsproblem formuliert. Gegeben zwei Graphen, gibt es eine Abbildung? Also sind die zwei Graphen isomorph, ja oder nein? Und für dieses Problem ist bislang nie bewiesen worden, dass es NP ist und es konnte auch nicht bewiesen werden, dass es NP vollständig ist. Also das ist ein Kandidat für, und das haben, glaube ich, viele Leute probiert. Typischerweise eigentlich hat man das Gefühl, das ist ein schweres Problem. Und jetzt wieder das Bauchgefühl, was einem sagt, also gibt es eine Abbildung hier, das ist letzten Endes eine Permutation. Also wir gehen mal davon aus, dass wir gleich viele Knoten und Kanten haben in beiden Graphen. Wenn wir das nicht haben, ist das Problem sofort gelöst. Wenn ein Graph nicht gleich viele Kanten wie der andere hat, dann sind sie nicht isomorph. Da ist es ganz offensichtlich. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass wir gleich viele Knoten haben. Das heißt, wir müssten, wenn man systematisch ausprobieren will, alle Permutationen ausprobieren, mit denen ich die erste Knotenmenge auf die zweite abbilden kann. Das sind viele, das sind mehr als polynomiell viele N-Faktorial, wie heißt es auf Deutsch, N-Fakultät viele. Viele Möglichkeiten gibt es hier und das sind halt mehr, als man einfach so naiv ausprobieren könnte. Das deutet darauf hin, dass es schwierig sein könnte, aber es wurde noch nie bewiesen, dass es NP vollständig ist und das haben sicher viele Leute probiert. Umgekehrt hat halt noch keiner einen eleganten Weg gefunden, wie man dieses alle blöden Abbildungen ausprobieren, wie man das irgendwie umgehen könnte und damit doch in P landen könnte. Also, das heißt, für dieses Problem ist es nicht bekannt. Und es könnte halt jetzt sein, dass das irgendwo zwischen P und NP liegt, zwischen P und NPC liegt. Und dann das Faktorisierungsproblem, das ist auch so ein typischer Kandidat. Also wir haben drei natürliche Zahlen, n, l und u. Und wir wollen einfach entscheiden, ob n, also die Zahl, das ist die, um die es eigentlich geht, einen Primfaktor im Intervall l, u hat. Also wir wollen nicht nur sagen, gibt es in dieser Problemformulierung, gibt es einen Primfaktor irgendeinen beliebigen, sondern wir schränken sogar das Intervall hier ein. Und auch hier ist weder klar, dass es NP vollständig ist, noch ist klar, dass es in polynomialer Zeit lösbar ist, also man hofft es nicht. Das ist auch so ein typisches Problem, wo es sein könnte, dass es eben zwischen P und NP liegt.
Trotzdem, Entschuldigung, noch mal einmal zurück. Das ist erstaunlich, wie wenig solche Probleme es gibt, für die das eigentlich nicht bekannt ist. Für die meisten Probleme ist es ist oft oder oft enden sie entweder in P oder eben in NPC. So, und jetzt gibt es einen wichtigen Satz in diesem Zusammenhang, der sowas sagt wie mehr Zeit ist mehr Macht. Also, und der am Schluss auch dafür sorgt, dass wir so eine Art vielleicht Aufteilung von Komplexitätsklassen zwischen P und NPC hinkriegen könnten. Und die natürliche oder die intuitive Aussage ist, jetzt stellen wir uns eine Turing-Maschine vor und wir geben der ein bestimmtes Zeitbudget. Damit kann sie eine bestimmte Anzahl an Sprachen irgendwie erkennen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir erhöhen das Zeitbudget ein bisschen, aber nur. Also nicht von polynomiell zu exponentiell oder sowas, sondern nur ein bisschen. Kann die Turing-Maschine dann hinterher mehr Sprachen erkennen oder nicht? Und das ist ganz eng verwoben mit dieser Frage, gibt es irgendwas zwischen P und NPC? Weil wenn das gar nicht helfen würde, dass ich der Turing-Maschine ein bisschen mehr Zeit gebe, dann ist es schwer vorstellbar, dass man jetzt so eine schöne, so eine Art Zwiebelung von Problemen aufbauen kann. Also was man eigentlich will, ist ja, oder ich kann das Bildchen hier vielleicht sogar irgendwo am Anfang nochmal hinmalen. Also wir haben hier das Problem P, die Problemklasse P und wir haben hier irgendwie die ganzen NP-Probleme. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, gibt es da eigentlich mehr Klassen, die immer schwieriger werden? Also so eine Art Zwiebelprinzip, wo je mehr ich nach außen gehe, umso mehr Probleme kommen rein, aber ich kann halt die Probleme, also und die Zeit wächst jedes Mal, wenn ich einen Schritt nach außen gehe. Die Zeit, die Turing-Maschine, also vielleicht n Quadrat, n hoch 3, nee, Entschuldigung, wir sind ja, die Polynomiellen sind alle innen drin, aber dann wird die Verifizierung halt immer schwieriger und irgendwie wollen wir sagen, dass am Schluss haben wir NP ausgeschöpft vielleicht. Und jetzt sind wir hier bei diesem Satz, der jetzt genau so was sagt, dass vielleicht so eine Zwiebelung stattfinden könnte. Und der Satz funktioniert jetzt folgendermaßen. Seien f und g zwei Funktionen. Und da gibt es jetzt offiziell eine Bedingung, die heißt Zeitkonstruierbar. Ich möchte es an der Stelle gar nicht so detailliert diskutieren. Wir werden auch den Beweis uns nicht anschauen. Deswegen möchte ich das Detail weglassen. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir haben zwei Funktionen, f und g, sodass... Und was ich sagen will, ist, f ist deutlich, das soll die Zeit, soll der Zeitverbrauch werden und f soll deutlich kleiner sein als g. Also f von n mal log f von n soll klein o von g von n sein. Also wir wollen nicht nur, dass f, also was man sich normalerweise denken würde, ist, ich würde sagen, wir wollen f ist in o von klein o von g, dann weiß ich schon, f ist deutlich kleiner als g. Ich will sogar so sagen, wie viel kleiner es sein muss. Das reicht nicht ein Viertel bisschen, sondern sogar f mal log f muss in O von G sein. Okay, also es ist doch ein gutes Stückchen von G weg, zumindest mal bei Log, so weit wie Log. Und die Aussage ist jetzt, also wenn wir zwei solche Funktionen haben, dann gilt die Time von F, ist enthalten und zwar echt, also es gibt mit dem Ungleich hier unten dran, in deterministische Zeit von G. Also nochmal, die Time von F sind die Probleme, die ich durch eine deterministische Turing-Maschine in Laufzeit F lösen kann. Hier habe ich die Time g, das gleiche mit Laufzeit g. Und jetzt haben wir hier ein echtes Ungleichheit. Also das eine ist natürlich enthalten vom anderen, weil f kleiner ist als oder schneller ist als g. Aber wir haben hier ein Ungleichheitszeichen. Das heißt, es gibt Probleme, die ich in Laufzeit g lösen kann, die ich aber nicht in Laufzeit f lösen kann. So. Und das, sowas Ähnliches kann man auch für nicht-deterministische Turing-Maschinen zeigen. Auch da gilt das Gleiche. Also ich kann, wenn ich so einen bestimmten Abstand habe zwischen diesen Funktionsklassen, kann ich auch sagen, da kommen immer Probleme hinzu. Also und das heißt, immer wenn ich eine Funktion habe und wenn ich mir verschiedene Funktionen anschaue und ich erhöhe die, also lasse sie größer werden und zwar immer mindestens um den Faktor log, komme ich jedes Mal habe ich hier ein Ungleichheitszeichen, das heißt, jedes Mal gibt es neue Probleme, die ich auf einmal lösen kann, die ich vorher nicht lösen konnte in der gegebenen Laufzeit. So, den Beweis möchte ich an der Stelle weglassen. Wir sind so langsam gegen Ende der Vorlesung und ich glaube, wir sind jetzt auch alle ein bisschen müde, was diese ganze Komplexitätstheorie angeht. Mir geht es an der Stelle nicht mehr darum, dass Sie beweisen, wie das geht, dass Sie verstehen, wie das geht. Der Beweis ist eigentlich erstaunlich einfach. Den könnte ich auch machen, aber ich hatte jetzt
gedacht, ich erspare es Ihnen. Wer es aber nachlesen kann, in dem Buch von Aurora Barak im Kapitel 3, das ganze Kapitel 3 widmet sich dieser Frage, was gibt es eigentlich zwischen P und NP? Da steht der drin und ist sehr schön beschrieben. Das ist wieder so ein Diagonalisierungsargument, wie wir das auch in der Berechenbarkeitstheorie schon öfter hatten. So, und jetzt, das ist die Vorbereitung dazu, dass man jetzt sagen kann, es gibt tatsächlich Sprachen, die zwischen P und NPC liegen. Und der Satz ist der von Lardner, 1975 wurde das bewiesen, also das kam relativ schnell, also wenn Sie sich erinnern, 1971 war der Satz von Cook, 1972 war das Paper von Karp zu den 21 NP-vollständigen Problemen. Dann gab es sicher viele Paper, die noch mehr NP-vollständige Probleme gezeigt haben und dann kam eben jetzt der Satz von Lardner, der sagt jetzt Folgendes. Also, falls P ungleich NP ist, dann gibt es eine Sprache L, die in NP ist, aber weder in P noch in NPC. Also eine zwischen P und NPC. Ich habe das hier so in dem Bildchen hingemalt, hier haben wir P, hier haben wir NPC. Die sind nicht gleich, wenn P ungleich NP gilt. Und dann gibt es aber hier noch was dazwischen. Diese Sprache L, die ist, also wenn wir jetzt in so einem Zwiebel, das Bildchen, weiß ich gar nicht, ob das vielleicht ein bisschen misleading ist, also man könnte das auch als Zwiebelschalen malen und dann hat man irgendwo innen ist es P und ganz außen die Schale ist vielleicht NPC und in irgendeiner mittleren Schale wäre dann L. So, also das heißt, wenn P nicht gleich NP ist, dann können wir anfangen, uns diese Klasse, diese große Klasse aller NP-Probleme mal genauer anzuschauen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Schachtelungen da in dieser Klasse. Auch dieser Beweis funktioniert über Diagonalisierung. Das ist das ist auch ein sehr hübsches Argument. Das macht so etwas Ähnliches wie beim Halteproblem. Und das ist in dem Aurora Barak Buch auch eigentlich ganz gut geschrieben, finde ich. Also man konstruiert eine Sprache, die angibt, wie schwierig sie selbst zu lösen ist. Und das führt einen dann wieder in so eine Art Widerspruch rein. Also es ist wieder ein Widerspruchsbeweis. Man nimmt an, es gäbe diese Sprache nicht. Und dann kommt man halt auch dazu, dass es sie geben muss. Genau, also das steht in dem Buch von Aurora Barak drin, wenn Sie das lesen wollen. Das ist was Sie im Prinzip verstehen können, aber vielleicht braucht es mal ein paar Stunden, wenn man das im Detail durchlesen will. Also die Antwort auf die Frage, die ich jetzt eingangs gestellt habe, also falls P ungleich NP ist, dann gibt es Probleme, die weder NP sind, also die schwerer sind als P, aber einfacher als die NP-Vollständigen. Und jetzt ist es so, es gibt ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich sehr stark damit beschäftigt haben, viele, viele Komplexitätsklassen jetzt zu bestimmen oder aufzubauen oder zu benennen und dann Eigenschaften zu zeigen von Problemen, die eben jetzt da zwischen P und NP sein könnten. Und oft ist es so, dass man sagt, alle Probleme, die so ähnlich schwierig sind, wie zum Beispiel das Graphen-Isomorphie-Problem. Und dann sagt man, wenn die aufeinander reduzierbar sind, sind sie in der gleichen Klasse. Und dann kann man sich jetzt anschauen, wie diese Klassen ineinander geschachtelt sind. Da gibt es ganz, ganz viele Resultate dazu, die, glaube ich, aber für uns jetzt nicht so wichtig sind. Das ist schön, wenn man in der Komplexitätstheorie arbeitet, aber für das allgemeine Leben als Informatikerin oder Informatiker ist das jetzt vielleicht nicht das Entscheidendste. Deswegen möchte ich an der Stelle auch nicht drauf eingehen. Wen das aber interessiert, da gibt es das Buch von Papadimitriou, das ist, von wann ist das? Ich habe 1996 im Kopf, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es stimmt. Auf jeden Fall ist es schon ein paar Jahre alt, also es ist eins von den moderneren Büchern über Komplexitätstheorie, aber eben nicht so modern. Es ist schon um die 20 Jahre alt, also naja. Papadimitriou ist der Autor, der hat ganz, ganz viel dazu beschrieben. Eben, der hat sich hauptsächlich damit beschäftigt, was ist in dem Buch zwischen P und NP drin. Genau, also wenn Sie das interessiert, gucken Sie es nach. Für die anderen, was Sie sich jetzt mit nach Hause nehmen sollen, ist einfach die Message, es gibt P, es gibt NPC, das wissen Sie hoffentlich schon. Und es gibt auch noch ganz vieles dazwischen, was aber für die Praxis vielleicht jetzt an der Stelle nicht so relevant ist. Es ist aber interessant als Strukturaussage über diese Klasse NP. Alles nur unter der Annahme, dass P ungleich NP gilt. Wenn P gleich NP ist, dann fällt es eh alles zusammen und alles ist gleich. So, also in dieser Vorlesung haben wir jetzt geschaut, was ist zwischen P und NP und NPC. Das habe ich hier schon umgeschickt, ich sehe es schon, NPC hätte hier stehen müssen. In der nächsten Vorlesung wollen wir jetzt mal gucken, jenseits von NP, gibt es eigentlich noch Probleme außerhalb von NP oder ist NP eigentlich alles? Und dann können wir an der Stelle aufhören.